Hallo, was geht, liebe YouTube-Zuschauer? Mein Name ist Roni und ich heiße euch herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video. Erstmal bedanke ich mich, dass ihr hier eingeschaltet habt, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass ihr euch hier Zeit nimmt. Das ist auf jeden Fall sehr lieb von euch. Und ich bedanke mich nochmal an Jaxau, oder wie der Name ausgesprochen wird. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Der hat gestern im Stream 24 Euro gespendet. Also, Digga, Ehrenmann. Bitte einmal im Chat schreiben. Macht mal im Chat einfach alle Herzen. Genau, macht mal im Chat Herzen für ihn. Einfach nur Herzen. Und natürlich könnt ihr auch das Video kommentieren. Würde mich auch sehr freuen. Und ansonsten Herzen machen für ihn. Und ja. Ist nicht selbstverständlich, dass man sich jetzt hier vielleicht 10, 20 oder 30 Minuten zuhört, einen zuhören. Und Dankeschön auf jeden Fall dafür. In diesem Video habt ihr mal was ganz anderes. Ganz, ganz anderes. Ich glaube, das gab es so jetzt so noch nie. Ja, in den FAQ-Videos, aber jetzt so als Video, wo ich einfach mich vorstelle. Ich werde mich in diesem Video einfach vorstellen. Jetzt denkt ihr euch, ja, diese Grundfragen und diese Grundgedönse kenne ich, ja. Nö, eben nicht. Hat sich auch vieles verändert. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall zuzuhören, wenn ihr mehr von mir wissen wollt, wie ich privat bin. Ich werde darauf eingehen, ich werde auch darauf eingehen, wie ich, ja, lasst euch überraschen, ich werde nicht viel spoilern, guckt das Video bis zu Ende und, ja, ich bin gespannt, wer das Video bis zu Ende schaut. Okay, mein Name ist Roni, das sieht man auch im Kanalname. Oft kommt diese Frage, dass, ich hatte bis jetzt in meiner YouTube-Karriere zweimal diese Frage. Das ist einfach nur irgendwie lustig. Okay, wenn man neu ist auf Kanal, ich meine, man kann auch einfach jetzt, ich könnte jetzt so einfach Tim heißen auf meinen Kanalname, aber in echt heiße ich Roni. Also, die Frage kam auch, ob ich wirklich auch in echt Roni heiße. Ja, ich heiße in echt Roni. Ich bin 16 Jahre alt, nur ich, ja, was ich immer lustig finde, ist, dass mich viele Roni nennen. Privat, in meinem Freundeskreis, privat, werde ich Roni genannt. Im Albanischen wieder anders. Aber ich verstehe nicht, warum man mich Roni nennt. Also dieser Roni-Name ist erstmal kein deutscher Name. Dieser Name ist ein kurdischer Name. Und ich habe es gerade gegoogelt, bin ich ehrlich. Roni ist ein kurdischer Name, jetzt wisst ihr es, hahaha. Ist also ein ausländischer Name, auf jeden Fall. Genau. Ich verstehe nicht, warum mich immer viele Roni nennen. Das Ganze hat immer bei YouTube angefangen, dass mich Leute Roni nennen. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ist im Namen ein Y drin? Nee, eben nicht. Da ist ein I drin. R-O-N-I. Und ich habe verfickt nochmal jedes FAQ-Video gesagt, dass ich Roni heiße und nicht Roni. Ne? Und wenn man dann noch so nicht ins Gehirn geschissen bekommt, dass man mich Roni nennt, ja, das finde ich dann immer sehr lustig, aber auch irgendwie sehr dumm. Deswegen verstehe ich das wieder nicht. Nennt mich, wie ihr wollt. Ich habe nichts dagegen. Ich find Roni natürlich schöner. Roni finde ich einfach, hört sich einfach absolut beschissen an. Also, wenn ihr jetzt dieses Video geschaut habt, tut mir den Gefallen und nennt mich in Zukunft bitte Roni und nicht mehr Roni, weil ich das nicht mehr hören kann mittlerweile. Ich mag das einfach nicht und ja, akzeptiert es und gut ist. Ich bin 16 Jahre alt, ich bin hier geboren. Meine Eltern, also ich bin Kosovo-Albaner, meine Eltern sind in Kosovo geboren. Meine Mutter in der Hauptstadt, Pristina, kennt ihr vielleicht, hat man mal gehört. Kosovo ist ein kleines Land, Albanien ist da eher viel, viel, viel größer. Kosovo ist aber ein kleines Land und meine Mutter ist in der Hauptstadt geboren, wie hier Berlin, wer hätte es gedacht. Und ja, ich bin aber hier geboren. Ja, das dazu. Meine Lieblingsfarbe, ich habe eigentlich keine Lieblingsfarbe. Ich liebe allgemein helle Farben. Hellgrün, hellgelb, so ein Türkis. Einfach helle Farben. Ich verstehe nicht, wenn Leute dunkle Farben mögen, aber jeder hat seinen eigenen Geschmack, ich weiß. Aber ich verstehe es nicht. Dunkle Farben sind so, so dieses böse, irgendwie. Helle Farben sind einfach schön. Ich habe am 10. Dezember Geburtstag. Also ja, ich hatte Geburtstag. Ja, wisst ihr Bescheid, könnt ihr mir am 10. Dezember gratulieren. Ne, ich korrigiere. Um 0 Uhr sogar könnt ihr mir gratulieren. Und ja, 10. Dezember. Ich bin ein Wintertyp. Ich liebe Winter. Einfach dieses Kuscheln, Kekse machen, Kamin an, Heizungen an, alle sind zu Hause, überall leuchtet was, Kerzen und ich liebe es einfach, ne? Ich bin kein Sommertyp, ich kann es auch genau begründen, warum. Es ist so, ich finde neutral am schönsten, also am angenehmsten, das wollte ich damit sagen. Am angenehmsten meine ich, ich finde es am schönsten, so wie heute zum Beispiel, da war
ein bisschen die Sonne. Die blendet aber nicht extrem und die scheint auch nicht so einfach so angenehm, ne? Die scheint so ein bisschen auf dein Gesicht, so die Sonne, die blendet ein bisschen, aber nicht extrem. Und es ist auch nicht warm. Aber draußen, die Temperatur, es ist kühl. Ne? Also neutral. Das ist das, was ich liebe. Einfach dieses normale, nicht zu warm, nicht zu kalt, dieses, es kühlt draußen, die Sonne scheint, das liebe ich am meisten. So, das ist auch meistens mal diese Zeit so Sonnenuntergang. Das ist das, was ich liebe. So Sonnenuntergang, kann man auch immer schöne Fotos machen übrigens. Nee, aber diese Zeit, diese Uhrzeit ist auch immer meistens abends, so 20, 19 Uhr. Da ist es immer kühl und die Sonne scheint dann so am Ende noch so. Das ist das, was ich liebe. Ich mag keine Sonne aus dem Grund, weil wir haben zum Beispiel vorgestern übrigens schöne Ostern oder frohe Ostern, wie auch immer ihr es nennt. Was auch immer ihr bekommen habt, seid froh. Bei uns gibt es kein Ostern oder sowas, nee. Und Sonne mag ich nicht aus dem Grund. Wir haben vorgestern. Heute ist ja Montag, das war Sonntag, am Samstag oder am Freitag war es, wie auch immer, haben wir gegrillt und da sag ich so, ich war vielleicht eine halbe Stunde am Essen, nicht mal, also wir haben jetzt zusammen ein bisschen gegessen, gechillt, bla bla, halbe Stunde und mir wurde so übel, so schwindelig, da hat meine Mutter mir ein Tuch geholt, weil es einfach extrem wurde. Bei mir ist das sehr, sehr empfindlich, so wie manche Leute von euch eine Allergie haben und eine Pollenallergie und sofort dann, was mit Pollen da zu tun haben, wie auch immer, sofort niesen müssen, sofort. Bei mir ist es so, egal wie lange ich bei der Sonne sitze, mir wird schwindelig, übel, ich muss mich übergeben. Es gab auch Fälle, wo ich mich übergeben musste und es ist auch nicht lustig, aber es ist einfach nur traurig, weil die Sonne ist ja so an sich das Schöne. Aber nee, ich bin kein Typ, wenn jetzt meine Eltern bei so einer Hitze, später im Sommer, im Juli, so Ende Juli, Mitte Juni so, dann schwimmen gehen, bin ich ehrlich, bleibe ich immer dann zu Hause. Ich bin dann derjenige, der sich immer zu Hause einen schönen Abend macht, ein Glas Cola, Glas Eistee, Ventilator an und lieber dann zu Hause alleine chillt, anstatt dann in diese Hitze da raus und in der Hitze da und dann außerdem ist mir dann übel, schwindelig und ich kann es auf jeden Fall nicht ertragen. Das ist das, warum ich nicht Sonne mag. Wie gesagt, am angenehmsten ist es, wenn es kühl ist, die Sonne nur ein bisschen blendet, das liebe ich. Ja, was kann man sonst noch erzählen? Ich bin eher der ruhige Typ. Es gab Crew-Leute, lasst mich nicht lügen, wie viele Chancen. Mehr als 3 Chancen. Und die haben es trotzdem nicht ausgenutzt und haben trotzdem Scheiße gebaut. Ich meine, wie oft muss man den manchen Leuten eine Chance geben? Ne? Irgendwann explodiert auch ein Roni. Wenn ich eher schlecht gelaunt bin, bin ich eher der Typ, der deine Musik anmacht. Ja, ich bin nicht jetzt eher der Typ, der so hier, dieser Agro-Typ hier, der direkt gegen die Wand haut und was weiß ich. Nee, so ist das Leben. Das Leben kann nicht immer toll, das Leben kann nicht mehr perfekt sein. Es wird immer mal zwischendurch schlechte Zeiten geben und auch traurige Zeiten. Und auch lustige Zeiten und was weiß ich für Zeiten. Bei mir ist es momentan so, die Zeit an sich bin ich ganz glücklich, nur ich bin sehr nachdenklich. Ich denke sehr, sehr, sehr viel nach, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin der Typ, der sehr viel nachdenkt. Sei es am meisten privat, auch so, ich denke auch so über YouTube nach, was kann man besser machen oder so. Aber das sind dann so wieder positive Sachen. Aber ich denke über sehr viele negative Sachen immer nach. Enger wirst du dann halt so verrückt in dein Gehirn, weil du denkst und denkst und denkst, hörst Musik und denkst, ne? Dann ist einfach mal eine Stunde vergangen und dann, so bin ich der Typ. Ne? Ich bin eher der Typ, der sich dann zurückzieht, für sich selber da ist. Und ja, im Nachhinein oder danach sind auch dann einfach nur Freunde da, für die für einen da dann sein müssen, sonst wären es ja keine richtigen Freunde. Ansonsten, ja, das war alles so, was ich zu erzählen hatte. Das mehr gibt's über mich nicht zu erzählen. Ach, meine Hobbys sind YouTube. Genau, ist aber logisch. Ich habe jetzt vor 2 Monaten, das jetzt, also ein Monat ist fertig, das ist der 2. Monat. Heute ist der 22. Bald ist der Monat auch schon wieder rum. Habe ich mit Fitness angefangen, also sagen wir mal 2 Monate. Mache ich jetzt auch so zwischendurch, so jeden zweiten Tag. Ziehe ich jetzt auch schon so durch. Ja, ansonsten ist halt alles wie beim Alten. Ja, man lebt, man ist so, wie man ist. Ich finde, ich gebe euch immer einen Tipp, verstellt euch nicht, seid so, wie ihr seid. Weil wenn man sich verstellt, ja, hat man im Nachhinein gar nichts davon. Deswegen verstellt euch nicht und seid einfach so, wie ihr seid.
Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.